Willkommen zur vermutlich letzten Folge. Is that the ocean? Und der Robocop Demü. Jetzt haben wir einen Durchsuchungsbefehl für den Keller. Was mich bloß so ein bisschen wundert ist, wir kämen jetzt theoretisch gar nicht mehr raus, ne? Für die ganzen anderen Sachen. Geschäftsbrief. Obwohl, wahrscheinlich könnten wir zum Auto noch latschen. Sod, mein lieber Geschäftspartner, seit einiger Zeit verhalten sich deine Männer, wie soll ich sagen, sonderbar. Sie verhören einander dazu, was es heißt, ein echter Torchhead zu sein, als ob sie nach einem Spitze suchten, aber den kann es in einem so gut aufgestellten kriminellen Unternehmen wie dem euren natürlich nicht geben. Wahrscheinlich fragen sie sich, warum nach eurer Live-Show, die übrigens wirklich ganz großes Kino war, kein Bulle angeklopft hat. Sie sollten wissen, dass die Bullen Angst vor euch haben. Wenn ihr euch untereinander streitet, ist das schlecht fürs Geschäft. Vielleicht solltest du mal mit ihnen reden, nur um die Produktivität in Schwung zu halten. Dein demütiger Partner. Polizei! Aufmachen! Open the door. I have the warrant. Upsie, I think I dropped my key somewhere. You'd have to break down this hardened door if you want to get in. That will not be a problem. Nice. Ja, selber schuld. Geht bestimmt gleich in eine Schießerei über, oder? Surrender your weapons. Oh, noch einer. So, wäre natürlich nice, wenn wir noch irgendwie die Sachen finden würden. Ich glaub's ja nicht, wir haben mal einen Gegner getroffen mit einem Gegenstand. Ist das denn die Möglichkeit? Sagt Nuke oder macht die Biege. Sagt den Käufern, sie sollen aufhören, auf Hunde Namen für Nuke zu verwenden. Schluss mit diesem doppelten Käse, Tante N, heißer Soße, Leichensäcken und rotem Scheiß, was auch immer. Das verwirrt meine Leute nur und das ist schlecht fürs Geschäft. Die Bullen können einen Scheißdreck tun, also gibt es keinen Grund, einen Code zu labern. Diese Junkies kaufen entweder Nuke oder gar nichts. Dein liebenswerter Supporter-Oberboss, Superstar-Oberboss S. Bei Nuke denke ich gleich an die Cola von Fallout.
Nukem. Okay. Oh, eine Tür, also wird gleich wieder geballert. Wie kommen wir da rein? Es ist ja nicht mal auf der Map zu sehen. Ah, das ist das Spiel? Okay. Ob ich auch selber irgendwie was finden könnte? Also so eine Art Knopf oder sowas, um da heranzukommen. Da ist auch noch eine Handtasche, also es muss irgendeine... Möglichkeit geben. Das Grabe geht dann da lang und ist dann... Nee, guck an. Ob das irgendwie nebenan reingeht oder wie oder was? Open the door or you will regret it. Can a guy just sell drugs to kids without you harassing him every 5 minutes? Who am I hurting, huh? They all want it. Where do I find Soot? Well, if that's the case... Shut it, bozo! Unless you want to end up in the ghost house like that cop's informant! And don't you dare open that door, I'll shoot you! Echte Krieger würden sich nicht verstecken. Es gibt einen Verräter in euren Reihen. One of you is not a real Torchhead, but just an imitator. I knew there was something off about you! Me? It's you! I always suspected you never went through initiation. Take that back! Or what? Shit! You hot-headed bastards! For fuck's sake, don't shoot! I'm gonna open the door! Tell me, where can I find Soot? Straight to business, huh? Looks like you're my type of guy. But even if I wanted to help you, I can't. Only his closest people know his whereabouts. I just distribute his stuff, and to be completely honest, I don't want or need to know more than when the next shipment is coming. You must know the location they mentioned. Tell me where they took the police informant. And if I tell you, what's in it for me? You can get your sentence reduced if you cooperate. Yeah, but if word gets to Soot, he won't do business with me again. Once I am done with him, he will not be doing business with anyone. That's a good point. I think we've got a deal. They've taken him to the ghost house. It's what they call one of their sites. From what I've gathered, it's that big, burned-down building, a bit down the road. Anyway, that's all I know. That will have to suffice for now. Okay. Geht also doch noch weiter? Damit habe ich noch gar nicht gerechnet. Yeah. Safe öffnen. Auch schon wieder ein doofer Safe. Menü. Rechnung für den Einbau. $62 Schreibtischknopf. 2340 gepanzertes Tor und $580 Einbau. Gesamtbetrag für 2982. Danke, dass Sie sich für Security Innovations Co. entschieden haben.
Oh, da ist 403. Oh, oh. Stay here. Dispatch, requesting a squad car. So, Schmuck. Schmuck. Antechi. Geht böse. Brieftasche. OCP Schulungsdisk. Oh, das ist ja nice. Okay, eine Disk bringt also. Erfahrungspunkte. Erfahrungspunkte einen weiteren Fertigkeitspunkt. Aber sowas mag ich, wenn du halt wirklich gut erkundest, dass du halt sowas noch finden kannst. So, jetzt müssten wir ja theoretisch das hier machen können, ne? Oder? Hallo? Ja, hä? Was bringt mir das jetzt? Kann ich das jetzt hier einsetzen? Ach ja, okay. Ach, das war's. Okay. Aber jetzt können wir dadurch noch in die Werkstatt und dort auch den Safe eventuell öffnen. Will mich noch nicht zu früh freuen? Wäre natürlich cooler, wenn gerade bei so einem Safes vielleicht ein bisschen mehr drin wäre. Vielleicht auch wieder so eine Diskette oder keine Ahnung. Und wenn es nochmal so ein Erfahrungsboost wäre. Problem ist, ich muss jetzt erstmal rausfinden. Ach nee, muss ich gar nicht. Genau, wir gehen die Straße runter und dann nach links. Mensch, dann können wir doch noch eine Folge machen, wa? Ich finde das so krass. Ich finde das auch so gut. Man hat fast schon das Gefühl, man spielt das ganze Spiel durch. Siehst du, und da hinten bei den Obdachlosen. Ich habe doch gesagt, vielleicht kommt es da wirklich zum Kampf. Wenn ich da auch wieder recht behalte. Krass. Aber es ist schon wie so ein kleines Spiel. Ich meine, wir hatten jetzt dieses Jahr schon coole lange Demos. Lies of Pi, Daymare, oder hieß das Daymare? Sandcastle? Ich glaube, irgendeine lange Demo war noch dabei. So, hier Lucky Lucky machen. Ich meine, ich habe am Anfang an schon gedacht, das wäre eine Tür und ich hatte recht. Scheiße, aber auf jeden Fall kein Code für den Safe. Misty. Na gut, schade. Wir können noch mal kurz in den innen Raum da gucken, aber ich denke mal nicht, dass wir noch den Code finden. Ich glaube halt auch nicht, dass man jedes Mal einen Code finden wird. Vielleicht doch. Okay, scheinbar sieht das auch immer gleich aus. Ah, das war echt schwer zu sehen. Aber ich meine, wenn man das halt weiß, dass das jetzt eigentlich schon reicht, um halt den Safe auch irgendwie aufzukriegen, dann bräuchte man diese Safe-Knacker-Fähigkeit ja gar nicht. Wäre halt bloß bequemer, ne?
Cool, Geisterhaus ausfindig machen. Und das machen wir dann in der nächsten Folge. Spitze, bedanke mich. Bis denn.